Bilder, die wesentlich größer sind wie ich selbst, machen mich ja immer aus anderen Gründen nervös, aber weil sie, was ich jetzt sehe, ist einfach toll. Aber diese Vorbereitung hier mit dieser Stange, mit der man normalerweise die Kleider für die Damen aus dem Laden oben raushebt. El Bocho ist genau wie unser Vorgänger, ein Street Artist mit wirklich internationalem Rang, arbeitet überall. Er sagt etwas, was Präsidenten der IHK vielleicht nervös macht, wenn sie es lesen, aber vielleicht gar nicht deshalb für ihn besonders geeignet ist. Eure goldenen Zeiten sind vorbei, aber unsere nicht, kann man hier ergänzen. Und dann geht es ja wieder, Herr Präsident. Ich fange mal damit an. Ich fange mal mit zwei, also die, wenn Sie die Arbeit, wie man so schön sagt, im Laden kaufen würden, dann könnten Sie es gar nicht kaufen, weil da so viel dazukommt noch. Ich fange mal mit 2.000 an. Wer gibt mir 2.000 Euro für diese Arbeit? 2.000 Euro sind hier, wer gibt mir mehr als 2.000 Euro? 2.000 Euro, dafür kann ich gar nicht hergeben. 2.000, dann biete ich gegen mich selbst, das darf ich nicht. Du machst 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, wir sind noch zu weit weg, 2.8, das sind tolle Arbeit. Ich meine, wenn Sie die hier unten in den Eingang hängen würden, zum Beispiel, was glauben Sie, was die Leute begeistert sind? Sie sagen, wir haben einen tollen Präsidenten. Das ist für 2.8, ich weiß auch gut, aber für den sind die goldenen Zeiten gar nicht vorbei, die kommen ja erst, wenn er das nächste Mal nicht mehr 3:3 spielt. Also 2.8, zitier, nicht mehr als 2.8, ich brauche mehr. 2.800, und Wetter haben Sie eigentlich. 2.800 zum Ersten, 2.800 zum Zweiten, 2.800 zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Darf ich Sie besuchen, wenn Sie sind? Martin Engelmann ist unsere nächste Arbeit. Diejenigen, die häufiger hier sind, und das sind Gott sei Dank einige, obwohl ich das immer mache, kennen Martin Engelmann und meine Begeisterung.